herzlich willkommen zu Marie's Salon du Livre liest. Willkommen im Jahr 2018. Das ist jetzt gerade und gerade einmal ein paar Stunden alt. Bei uns wird das Jahr traditionell eingeläutet mit der Bummering aus Wien und dem Donauwalzer. Über Mittag gibt es dann das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und am Nachmittag schließlich das Neujahrspringen aus Garmisch-Partenkirchen. So haben wir die Rituale zum 1. Januar. Welche Rituale habt ihr? Es gibt so bestimmte Sachen, die ihr am 1. Januar einfach immer automatisch macht. Ich habe das jetzt übernommen, ich bin immer ganz die Jüngste, das machen wir jetzt schon keine Ahnung wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte, das ist einfach so. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen im Jahr, egal ob laut oder leise. Heute gibt es von mir einen Rückblick auf den Monat Dezember. Ich kündige euch an, ich drohe euch an, es gibt auch einen Jahresrückblick mit den Highlights des Jahres 2017, also stay tuned. Falls euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen da und gebt mir vor allem Kommentare, ob euch die Bücher, die ich euch heute vorstelle, ob ihr die schon kennt, ob ihr die gelesen habt, wie sie euch gefallen haben. Ich fange jetzt mit dem ersten an. Beziehungsweise der Dezember war witzigerweise nicht wirklich erfolgreich. Also es waren 6 Bücher, was für meinen Begriff jetzt nicht wirklich viel ist, aber es soll ja auch kein Wettbewerb sein. Was seltsam ist, weil eigentlich der Dezember viele Feiertage hat, ich habe dann auch ein paar Tage Urlaub gehabt, aber anscheinend habe ich meine Zeit für andere Dinge benutzt. Egal. Mein erstes Buch, das ich euch vorzeigen möchte, war eine Enttäuschung für mich, nennen wir es einmal so. Und zwar deshalb, weil die Erwartungen zu hoch waren. Es gibt so viele tolle Rezensionen über dieses Buch, so viele begeisterte Reaktionen und auch eine Freundin hat es mir empfohlen und das Buch liegt sicherlich schon über ein Jahr bei mir von Kerstin Gier, Für jede Lösung ein Problem. Worum geht es in dem Buch? Es geht um Gary, eine junge Frau, die einfach eine irrsinnig schwere Zeit gerade durchmacht und sie hat einfach eine Depression. Sie ist einfach total down und plant im Zuge dessen ihren Selbstmord. Gary ist eine, die immer alles ausgezeichnet plant und immer alle Eventualitäten abcheckt. Allerdings geht der Plan in die Hose, so wie es mit vielen Plänen ist. Und dann hat sie ein Problem. Sie hat nämlich an Verwandte, Bekannte und Freunde Abschiedsbriefe geschrieben, die natürlich auch abgeschickt und zugestellt werden. Das heißt, ihr Leben wird nach ihrem Selbstmordversuch, soweit kommt es noch gar nicht einmal, sehr viel spannender. Wie es dazu kommt, dass sich das Leben nicht nimmt, ist sehr witzig, sehr amüsant, das muss ich echt sagen, das hat mir total gut gefallen. Was mir dann sehr auf die Nerven gegangen ist, war die Hauptfigur, die einfach nichts aus ihrem Leben lernt. Sie ist irgendwie statisch, es geht einfach bei ihr gar nichts weiter, obwohl sich ihr Leben weiterentwickelt und verbessert. Sie emanzipiert sich auch nicht von ihrer Mutter, wobei man dazu sagen muss, die Familie ist eine sehr spröde Familie und sie ist eher sensibel und hat da einen Schaden weg. Was mir auch nicht gefallen hat, war dieses Depressionsthema. Mir ist schon klar, dass das kein Sachbuch ist, gell? Aber es hätte zumindest ein bisschen mehr zur Lösung beigetragen werden müssen. Oder das Problem einfach ein bisschen mehr in der Wurzel gepackt und gesagt, okay, mach das, das, das. Hat nicht nur sollen sein. Gleichzeitig war auch das Ende so extrem schnell. Deswegen hat es 3 von 5 bekommen. Theoretisch hätte es 2 gekriegt, aber ich bin jetzt einmal ganz positiv und sage, es hat mir auch deswegen gut gefallen, weil die Aufmachung sehr, sehr schön ist. Die Abschiedsbriefe wirklich toll sind, weil sie so wahr und so ehrlich sind. Für das hat es dann einfach dieses extra Plus gegeben. Also in jedem Kuvert ist so ein Abschiedsbrief drin. Und zum Beispiel dafür Großtante Hulda. Die Großtante Hulda ist sehr, sehr wichtig in diesem Buch. Das hat es ausgerissen von 2 auf 3 Sterne. Für jede Lösung ein Problem. Das Buch bleibt bei mir, weil ich die Aufmachung total schön finde. Dann hat das Jahr 2017 heuer mit einem Thriller angefangen, mit einer Ein-Sterne-Rezi. So was gibt es bei mir. Ich glaube, das war die erste Ein-Sterne-Rezi in meinem Leben. Das Buch war furchtbar. Wenn ihr wissen wollt, welches es ist, ich verlinke es euch nicht. Nein, müsst ihr auf meinem Blog suchen. Gott, so schwer ist es nicht zu finden, aber dennoch. Und dieses Manko oder dieses Problem bei Krimi und Genre hat mir eigentlich das ganze Jahr verfolgt. Es gibt ein Buch, das es in meine Highlights schaffen wird. Und ich muss dazu sagen, der Dezember hat mich mit diesem Genre dann doch wieder versöhnt.
Ich habe gelesen von Dot Hutchison, Garten der Schmetterlinge. Ich blende euch das Cover ein. Und zwar, das ist ein Psychothriller. Es geht um Maya und Maya wird aus einem überdimensional großen Schmetterlingshaus befreit mit anderen jungen Mädchen, jungen Frauen. Und diese Mädchen haben alle kunstvoll verzierte Schmetterlingsflügel auf ihre Rücken tätowiert bekommen, die zwar wunderschön sind, aber gleichzeitig auch natürlich furchtbar. Maya ist die einzige, die sehr gut ansprechbar ist, die körperlich nicht zu schwer verletzt ist. Es gibt da bei der Befreiung ein Problem und wird von zwei FBI-Agenten vernommen und muss oder soll erklären, was da passiert ist, warum da so viele Mädchen dort sind. Und Maya entspricht einfach nicht dem Opferschema. Sie will sich selbst nicht zum Opfer werden lassen und ist recht stark und recht selbstbewusst. Und das verwundert die FBI-Agenten, verwundert den Leser. Und man ist sich nicht ganz sicher, was sie bezweckt oder sagt sie die Wahrheit oder sagt sie sie nicht, verschönert sie oder verschleiert sie was. Also man ist sich nie ganz sicher. Es werden Dinge dann auch angedeutet, ohne groß beschrieben zu werden, aber man kann sich es wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und deswegen war das Buch wirklich äußerst interessant, dieses Geben und Nehmen zwischen den Ermittlern und der, dem Opfer oder dieser von Maya. Und deswegen war es echt spannend zu lesen und interessant, die Entwicklungen, wie man manche Dinge umschifft, wie man manche Dinge umschreibt. Also es war echt spannend. Von der Autorin wird es noch zwei andere Bücher mit diesen Ermittlern geben. Keine Ahnung, ob sie übersetzt werden. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht noch, habe ich nichts gesehen. Sonst muss ich sie auf Englisch lesen, weil ich wirklich wissen will, wie es da weitergeht. Das zweite Buch, das mich mit dem Genre dann versöhnt hat, war Orphan X von Greg Hurwitz. Greg Hurwitz hat mit Orphan X wirklich, beziehungsweise es heißt gar nicht wirklich X, sondern es steht für 10. Greg Hurwitz ist Drehbuchautor, so viel ich jetzt gesehen, und ich könnte mir vorstellen, dass das Buch als Film äußerst gut geht. Wer Jason Bourne mag, wird auch Even Smoke mögen. Even Smoke wurde als 12-Jähriger, als Waise von einer Organisation, die ein bisschen während des ganzen Buches so im Schatten oder im Nebel bleibt, angeworben, unter Anführungszeichen, und zum Auftragsmörder ausgebildet. Und er wurde einer der Besten in diesem Projekt. Er hinterfragt seine Befehle nicht, er macht es, was von ihm verlangt wird, und irgendwann stellt er dann doch die Frage. Und als er diese Frage stellt, gibt es eine Weggabelung und er muss sich für einen Weg entscheiden. Und er geht noch tiefer in den Untergrund und wird zum Nowhere Man. Dieser Nowhere Man hat Regeln, hat Gebote, an die er sich hält, und seine Figur ist einfach, Even ist verplant, also plant alles sehr genau, ist auf Eventualitäten vorbereitet, checkt alles dreimal und viermal ab, ist am neuesten Stand, was die Technik angeht, und weiß, was er tut. Jetzt hat er aber ein normales Leben auch noch, und irgendwie kollidieren diese zwei Leben jetzt miteinander. Und es müsst wirklich lesen, es ist ausgesprochen interessant, spannend, rasant geschrieben, coole Verfolgungsjagden. Das Ganze spielt in Los Angeles und in Las Vegas ein bisschen. Und es gibt einen zweiten Teil schon, das nennt sich Projekt Orphans. Und heuer, 2018, gibt es einen dritten Teil und wird heißen Die Rache der Orphans. Der zweite Teil ist bei mir schon eingezogen. Ich weiß, dass ich nicht lang warten werde, um weiterzulesen. Es ist Ende, aber man hat gleich einmal, also ich habe relativ schnell das Gefühl gehabt, da gibt es noch mehr. Projekt Orphans liegt schon bei mir. Hat mich auf jeden Fall versöhnt mit dem Thriller- und Krimi-Genre. Waren beide sehr gut. Und dann habe ich was komplett anderes, und zwar von Anne Sanders, Mein Herz ist eine Insel. Ich blende auch ebenfalls das Cover ein. Habe ich im Zuge einer Bloggeraktion des Verlags unter Hello Sunshine gelesen. Das Buch spielt in Irland.
in Schottland an der Westküste auf einer kleinen Insel, die es in Wirklichkeit nicht gibt, aber es gibt so viele andere Inseln, deswegen steht die für alle anderen. Und es dreht sich um Ayla und Ayla muss zurück auf die verhasste Heimatinsel, weil sie nach über 10 Jahren mit ihrem Freund festgestellt bzw. er ihr eröffnet, dass er eine andere liebt. Sie kommt zurück auf die Insel, trifft dort auf ihren Vater und ihre 2 Brüder, auf ihre Jugendliebe Finn, auf ihre Ersatzgroßmutter Shauna und auf jede Menge anderer skurriler Personen. Und ja, wie es so auf einer Insel ist, klatsch, tratsch, alles geht relativ schnell, jeder weiß alles über jeden und genau deswegen ist sie dann von der Insel weg. Und es werden Geheimnisse gelüftet, beziehungsweise einfach Dinge endlich ausgesprochen. Und Ayla an sich als weibliche Hauptfigur war nervig, zickig. Gut, wer nach 10 Jahren feststellt, oh mein Gott, ich habe mein Leben 10 Jahre lang an einen Menschen gehängt, der es nicht wert war, ist natürlich furchtbar, keine Frage. Sie hat mich wirklich lang genervt. Aber das Paket an sich, die Gesamtheit aus Geschichte, Geheimnissen, Figuren, ergibt ein wirklich tolles Buch, das mich überzeugen konnte. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das Cover passt nicht wirklich zur Geschichte. Das Cover impliziert irgendwie einen locker leichten Sommerroman. Dieser Roman ist sehr viel tiefgehender, ein bisschen düsterer, geheimnisvoller und deswegen noch, also wirklich ausgesprochen interessant und spannend zu lesen. Mir hat es total gut gefallen, aber das Cover ist irgendwie nicht ganz passend. Egal. Dann habe ich eine Autorin letztes Jahr in München auf der Litlauf kennengelernt und habe sie damals schon sehr, sehr sympathisch gefunden. Allerdings ist mir ihr Buch in den Regalen irgendwie verschwunden. Heuer habe ich es herausgesucht, weil die Autorin wieder auf der Litlauf in München war und ein neues Buch angekündigt hat für Dezember mit dem Namen Die Wolkenfischerin. Also ich finde den Titel total schön und sie hat uns auch erklärt, warum das Buch so heißen wird. Und die Gisela von Giselas Lesehimmel hat mir gesagt, lies, bevor du Die Wolkenfischerin liest, einfach Aprikosenküsse. Weil man kann zwar die Bücher unabhängig voneinander lesen, aber es kommt da eine Figur vor, die dann im anderen Buch eine große Rolle spielt. Da ich das gern mag, so einen Wiedererkennungseffekt, habe ich gedacht, okay, liest zuerst Aprikosenküsse. Das Buch ist, wie gesagt, bei mir gelandet, ist auch total nett signiert. Und Claudia Winter macht einen total sympathischen und netten und in sich ruhenden Eindruck. Manchmal hat man so hektische Momente oder so und das ist natürlich auch sehr aufregend, so eine Veranstaltung, aber sie hat so was Ruhiges an sich und so was, ja, so was in sich Ruhendes, das macht es total sympathisch. Deswegen ist mir nicht schwer gefallen zu sagen, jetzt lese ich Aprikosenküsse. Es geht um Hanna, die Food-Journalistin ist. Sie schreibt also Kritiken über Restaurants, das macht sie auch in ihrem Urlaub in der Toskana und verreist dabei eine Trattoria. Die Trattoria heißt Recamini und das Essen dort war furchtbar. Und die Zeitschrift, die sie verlegt, wird in Deutschland, in Berlin hergestellt und wird in Deutschland vertrieben und sollte eigentlich diese Rezension oder diese Kritik niemals in diesem Restaurant ankommen. Wie es der Zufall so will, ist aber Giuseppe Camini mit ihrem Enkel Fabrizio, der über 30 ist, in Deutschland zur Untersuchung bei einem Herzspezialisten und noch ein Zufall, wobei beim Arzt liegen immer solche Zeitschriften auf, liegt dann auch diese Zeitschrift auf mit der Kritik zu ihrem Restaurant, dass sie durchblättern, dieses Magazin, und dann erkennt er an einem Bild, dass das ist unser Restaurant. Er kann auch Deutsch und liest es und übersetzt gleichzeitig und die Kritik ist furchtbar und Giuseppe Camini stirbt an einem Herzinfarkt. Ihre sterblichen Überreste werden eingeäschert. Und wie es dann dazu kommt, dass Hanna sich mit der Urne und der Asche von Giuseppe Camini in ihrer Wohnung wiederfinden, ist so witzig. Und so, man hat, also sie leitet dann über den ganzen Weg und du weißt, was kommt und denkst dann, das kann nicht sein, nein, wirklich. Und
Ihr Chef verlangt dann von ihr natürlich, dass sie sich entschuldigt bei den Kaminis, weil die natürlich eine Klage erwägen. Und sie muss dann zurück in die Toskana und trifft dort auf Fabrizio, wird dann mehr oder weniger für 2 Wochen als Gehilfin eingestellt. Und in dieser Zeit lernt sie einfach die italienische, das Dolce Vita der Italiener kennen, lernt kennen, wie diese Zutaten zubereitet werden. Und wenn man mit der ganzen Familie und mit diesen Mitgliedern in der Küche steht und dann werden Zwiebeln geschält und Tomaten eingekocht und Knoblauch zerdrückt und diverse Kräuter aus dem Garten geholt, und das ist, als ob man mitten in der Küche mit drinnen stehen würde. Man riecht das Ganze und füllt das Ganze, und dann kriegt man Pasta vor sich hingestellt, kriegt dann natürlich einen Wahnsinnshunger. Und es ist echt, also das ist wahnsinnig gelungen, diese Mischung aus toller italienischer Gegend mit den skurrilen Söldnerbauernfiguren und der Kulinarik, die dann dazu passt. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich war heuer in der Toskana und ich kann es ein bisschen nachempfinden, weil meine Mama sitzt im Rolli. Und wenn wir irgendwo hin müssen, dann ist das immer eine sehr komplizierte Geschichte. Aber die Italiener, jetzt weiß nicht, ob es nur in der Toskana ist, aber in Imstra kann es überall so, sind so freundlich, so hilfsbereit. Und wir haben dort wahnsinnig gut gegessen. Ich kriege jetzt schon wieder einen Hunger, wenn ich nur dran denke. Es war regionale Produkte, gut verarbeitet, und genauso kommt es in dem Buch rüber. Lest es, ist wirklich toll. Dann habe ich natürlich gleich die Wolkenfischerin dran angelegt. Warum es irgendwie zusammenhängt, es gibt, also im ersten Buch spielt Hannah die Rolle und ihre Kollegin ist Claire Durand, und um Claire Durand geht es in die Wolkenfischerin. Claire Durand ist eine quirlige Französin, die angibt, aus Paris zu stammen. Sie hat laut Lebenslauf ein Kunststudium absolviert, in diversen Galerien gearbeitet. Und in diesem Magazin, wo Hannah arbeitet, gibt es auch immer 6 Seiten für Kunst und Kultur. Jetzt bekommt sie die Meldung, diese 6 Seiten werden gestrichen, aber ihr Chef bietet ihr den Chefredakteursessel in bei einer anderen Zeitschrift an, wo es eigentlich hauptsächlich nur um Kunst und Kultur geht. Gleichzeitig ruft dann auch noch ihre Mutter an und sagt, sie ist schwer verletzt, sie muss für einige Wochen im Krankenhaus bleiben und sie möchte sich doch bitte um ihre Schwester kümmern, und ihre Schwester ist gehörlos und im Moment allein in diesem Haus. Das Haus steht nicht in Paris, das Haus steht mitten in der Bretagne, in einem kleinen Fischerdorf, wo sie eigentlich nie wieder hin wollte. Geht dann aber, verspricht ihre Mutter, dass sie hinfährt, und kommt im Grunde genommen an den Ort ihrer Kindheit zurück, zu ihrer Schwester, zu Freunden, zu ehemaligen Freunden, nennen wir es einmal so, zu anderen Einwohnern. Und der Unterschied von Die Wolkenfischerin zu Die Aprikosenküsse ist einfach, dass die Bretagne als Gegend sehr viel rauer und sehr viel, nennen wir es mal, einfacher ist als die Toskana. Wenn man sich die Toskana vorstellt, dann denkt man an Klatschmohn und an Weizenfelder und an Hügel und an Tomaten. Wenn ich an die Bretagne denke, denke ich automatisch an Fischer, an Küsten, an Strände, an Ebbe, an Flut. Einfach alles ein bisschen rauer, auch das Wetter. Also ich kann auch noch innerhalb von einem Tag sämtliche Jahreszeiten hinter mich bringen, von Schneefall, Hagel, Sonnenschein bis hin zu absolutem und totalem Regen. Also es ändern sich da die Wetterverhältnisse so sehr und das Klima ist so rau und die Küste hat sich dem Ganzen angepasst und die Menschen haben sich dem angepasst. Und deswegen ist es genauso lesenswert wie Die Aprikosenküsse, aber eben sehr viel rauer, zerklüfteter und ein bisschen spröde, nennen wir es so. Mir haben beide total gut gefallen, was total witzig ist, weil ich heuer in die Normandie bzw. In die Bretagne fahren will. Wir haben in der Nähe Verwandte und die sagen schon, lang kommt es vorbei, machen wir also heuer. Und somit hat sich der Kreis des Jahres 2017 geschlossen. Wir haben angefangen in der Toskana mit einem Urlaub, enden in der Bretagne mit einem Urlaub im Jahr 2018. Ich habe beide total super schön gefunden, ich kann sie sehr empfehlen. Sie sind die Aprikosenküsse vielleicht ein bisschen lockerer, ein bisschen flockiger, die Wolkenfischerin wenig spröder, ein bisschen rauer,
mehr Angriffsfläche irgendwie und passen einfach gut zusammen. Also die hintereinander zu lesen, war jetzt richtig, richtig gut. Das war's für mich im Dezember, mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Ich lese jetzt, ich beginne heute ein neues Buch, auf das ich mich schon freue. Es ist ebenfalls aus meinem Stapel ungelesener Bücher. Ich werde es euch dann beim nächsten Mal vorstellen. Von mir gibt es, wie gesagt, in den nächsten Tagen noch den Jahresrückblick mit den Highlights aus dem Jahr 2017. Und in der Zwischenzeit kann ich nicht mehr sagen, als habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und wie immer guten Lesestoff. Bis bald. Pfiat euch.